Ja, herzlich willkommen im Spremberger Ratssaal. Wie die Zeit doch verfliegt. Es ist schon wieder Heimatfest, jedenfalls bald Heimatfest. Die Pressekonferenz zu den Höhepunkten des Heimatfestes zum Stand der Vorbereitung hat ja auch schon Tradition. Ich freue mich, dass Herr Kulig, dessen Team ja maßgeblich verantwortlich ist für die Vorbereitung und Durchführung des Heimatfestes, auch heute wieder an meiner Seite ist, obwohl, auch das will ich sagen, die gesamte Stadtverwaltung eingebunden ist, einmal dienstlich, aber wir haben natürlich auch in diesem Jahr wieder viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns bei der Durchführung des Heimatfestes unterstützen. Ihnen allen herzlichen Dank. Wie gesagt, Presse ist zahlreich vertreten. Das freut uns natürlich, weil das Spremberger Heimatfest hat eine Strahlkraft über die Grenzen der Stadt hinaus. Es ist ein Fest, was seinen berechtigten Platz in der Region hat. Und es ist auch ein Fest, wo sich die Einwohnerinnen, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Spremberg auch mit ehemaligen Spremberger treffen, und deshalb ist es schon seit einigen Jahren so, dass während des Spremberger Heimatfestes auch das Sommerfest für die Rückkehrer und Zuzügler stattfindet. Nun aber teilen uns das wie immer in bewährter Art und Weise mit Herrn Kulig erst einmal einige Informationen, und dann haben Sie natürlich die Gelegenheit, Nachfragen zu stellen. Das zweite Wochenende im August, manchmal wundere ich mich, dass ich da immer noch gefragt werde, wann ist denn das Spremberger Heimatfest, aber wir werden nicht davon abrücken, das zweite Augustwochenende immer von Freitag bis auf den darauffolgenden Montag in diesem Jahr, vom 11. August bis Montag, 14. August, findet unser Heimatfest statt, natürlich auch in diesem Jahr mit einem Schaustellerpark, was ja unverzichtbar für das Spremberger Heimatfest ist. Einige Zahlen und Fakten. Das Heimatfest Skattunier wird es wieder geben. Insgesamt 5 Ausstellungen rund um den Bereich Kunst und Kultur, gehört auch dazu zum Heimatfest. 7 Autohäuser sind vertreten, zeigen die neuesten Modelle, und ich sag mal, mit der Entwicklung der Elektromobilität ist es ja so, dass da wirklich ganz neue Fahrzeuge gezeigt werden. Wir haben 8 Bühnenstandorte, 10 Musikerkapellen und Bands alleine aus Spremberg gestalten musikalisch das Programm. Und wir haben 16 Partner, die an verschiedenen Veranstaltungsorten eigenständig etwas organisieren, ihre Aktionen, und das führt natürlich oder trägt dazu bei, dass die Vielfalt groß ist. 24 Fahrgeschäfte, zuzüglich von Versorgungsständen, laden also zum Besuch des Schaustellerparks ein. Das Riesenrad ist dabei, ist ja bekannt, das freut die Bürgermeisterin. Einmal muss wenigstens mit dem Riesenrad gefahren werden. Rutschen gibt es, Achterbahn, King Kong Tower, ein Kettenflieger, Flipper, Autoscooter und. Also alles, was so das Herz begehrt. 35 Vereine unterstützen das Programm. Wir sagen ja auch das Spremberger Heimatfest. Ein Fest der Spremberger Vereine für die Spremberger Bevölkerung. Deshalb auch schon an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an die Vereine, die uns hier wirklich unterstützen. Es gibt ca. 100 Händler, Catering-Firmen, sollte auch für jeden etwas dabei sein. Es gibt einen großen Kinderfestbereich, das liegt uns ja sehr am Herzen. Im vorigen Jahr ist das sehr gut angenommen worden, der Kinderbereich im sogenannten Färberquartier. Der, mit dem Begriff können die Spremmergerinnen und Spremmerger jetzt auch etwas anfangen. Dort soll sich ja bald etwas tun, aber solange es möglich ist, dort das Kinderfest, wie gesagt, hat sich sehr bewährt im vorigen Jahr. Musikalisch gibt es natürlich auch besondere Highlights. Die Band
Admiral startet am Freitag das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz. Dabei sind drei internationale Top-Solisten aus den USA, Australien und Indonesien. Das ist eine doch überregional sehr bekannte Partyband und wird uns alle mit den größten Hits aus den 90ern unterhalten. Und wie wir wissen, sind die Hits der 90er auch immer dafür gut, um wirklich gute Stimmung zu verbreiten. Aber noch viele weitere Musiker, Künstler, Künstlerinnen, Bands und Vereine sind dabei. Das werde ich jetzt hier nicht alles aufführen. Sie bekommen natürlich eine ausführliche Information und können sich dann noch das herauslesen oder heraussuchen, was für Sie besonders interessant ist. Also die ganze Bandbreite, die die Musik so hergibt, wird abgebildet. Zum Kinderfest hatte ich schon was gesagt. Hüpfburgen gehört dazu. Es wird gebastelt, es wird gespielt. Man kann Fußball spielen, wirklich für die Kleinen, aber auch für die größeren Kinder ist da etwas dabei. Die Freilichtbühne ist ja einer der zentralen Punkte unseres Spremberger Heimatfestes, wird von der SKK, also von der Spremberger Kultur und Kino GmbH, betreut bzw. betrieben. Ich habe hier auch das ausgedruckte Programm, werde ich jetzt nichts daraus vorlesen. Es ist veröffentlicht inzwischen, es ist freigeschaltet auf der Seite www.spremberger-heimatfest.de und ist auch über unsere Stadt-Homepage selbstverständlich verlinkt. Herr Kulig, der die ganze Organisation im Griff hat und auch vorbereitet, macht weiter. Ja, danke schön. Also als ich heute mich nochmal intensiv auf dieses Pressegespräch vorbereitet habe und mir die Programmpunkte angeguckt habe, die Internetseite angeschaut habe, hat man richtig Lust gekriegt. Man hat Lust gekriegt, es könnte bald losgehen. Natürlich ist bis dahin noch eine ganze, ganze Menge Arbeit vor uns, die wir bewältigen müssen. Und wir wollen aber mit dieser heutigen Pressekonferenz auch den Startschuss setzen. Den Startschuss dafür, dass wir jetzt wirklich aktiv in die breite Öffentlichkeitsarbeit gehen, um unser Spremberger Heimatfest, was wirklich gut vorbereitet wird, jetzt auch in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da möchte ich mich auch ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie unserer Einladung zum heutigen Pressegespräch so zahlreich gefolgt sind, weil gerade die Öffentlichkeitsarbeit ist auch ganz, ganz wichtig, um die Leute zu gewinnen, dass sie das Fest auch aufsuchen. Natürlich werden wir eine ganze Menge an Öffentlichkeitsarbeit auch in den nächsten Wochen nochmals starten, werden dabei alle Bereiche bedienen, die man für die Bewerbung dieses Festes bedienen kann. Also von digital bis klassisch hin zur Plakatierung wird es Informationen geben. Es wird mit den wichtigsten Programmhöhepunkten und den Abläufen zum Heimatfest einen Informationsflyer geben. Wir gehen davon aus, dass der spätestens Ende Juli auch für alle hier zur Verfügung steht. Das ist ja quasi so der Hinweisgeber für die Veranstaltungstage, wo man sich dann seinen Tagesablauf zusammenstellt und sagt, ich möchte da hin, ich möchte hier hin, möchte mir das anschauen. Wir werden natürlich die Radiowerbung mit nutzen, um in der Region für unser Fest zu werben. Wobei ich mir natürlich sicher bin, dass das Spremberger Heimatfest, und das haben wir im letzten Jahr sehr eindrucksvoll gesehen, da seinem Ruf auch immer gerecht wird und dass die Menschen zu uns kommen, damit hier wirklich ein tolles Fest gefeiert werden kann. Hoffen natürlich auf gutes Wetter, dass es auch wirklich schön zum Feiern einlädt. Und wie gesagt, zu den Veranstaltungsbereichen, um das nochmal kurz abzurunden, aber die Informationen werden auch nochmal gesteuert, wird es so sein, dass wir auf die altbewährten Bereiche in der Innenstadt gesetzt haben. Das wird, ich sag mal, in der Dresdner Straße am Kreisel beginnen. Es zieht sich über die Lange Straße bis hin zum Festplatz. Das Fairbach-Quartier ist genannt. Natürlich lohnt auch ein Besuch des Bismarck-Turmes, um sich einen Überblick über das Festgelände mal von einer anderen Perspektive zu verschaffen. Wir haben Partner im Umfeld, die Programme mit anbieten. Und wie die Bürgermeisterin schon gesagt hat, das Programm mit jetzigem Stand, da sind sicherlich noch die eine oder andere kleine Modifizierung möglich oder Ergänzung, die sich ergeben wird.
ist freigeschaltet, sodass man sich auch jetzt schon informieren kann. Und wie gesagt, wenn man sich das durchliest, es verspricht für jeden etwas. Von Irish Folk über Rock bis hin zum klassischen Schlager. Bayerische Volksmusik wird gespielt auf der Bühne am Marktplatz. Wir hoffen, dass es richtig krachen wird. Also ganz, ganz toll. Haben Partner für den Bullwinkel. Der Tanz kommt nicht so kurz mit Rivanas Dance-Schule. Die wird im Bereich des Postplatzes wieder eine tolle Präsentation anbieten. Wir sind dort breit aufgestellt und wie gesagt, wünschen uns natürlich, dass viele, viele Menschen unserer Einladung folgen und wollen natürlich auch nicht unerwähnt lassen, dass mit der großen Licht- und Pyro-Show natürlich am Samstagabend ein bewährtes Highlight am Schwanenteich auch besteht und angeboten wird. Das Ganze geht natürlich einher mit Einschränkungen für die Bewohnerinnen und Bewohner im Festbereich. Hier möchte ich mich schon an dieser Stelle ganz ausdrücklich bedanken für das Verständnis, was dort aufgebracht wird, dass hier doch schon im Vorfeld umfangreiche Straßensperrungen hinzunehmen sind, dass wir während der Veranstaltungszeiten natürlich das Festgelände entsprechend absperren müssen, dass wir auch für die Aufräumarbeiten danach noch Platz und Zeit benötigen. Also da nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die dafür auch vollstes Verständnis aufbringen, weil ohne dieses Verständnis geht es natürlich auch nicht. Und wir werden in bewährter Form auch die Anwohner in Kürze, die Schreiben sind schon vorbereitet, in den betreffenden Bereichen an die Anwohner verteilen, damit sie sich auch rechtzeitig auf die bestehenden Beschränkungen einstellen können und quasi dann auch ihr Heimatfestwochenende entsprechend planen. Es wird natürlich sichergestellt, dass die Grundstücke im Festbereich auch erreicht werden können, aber natürlich nicht zu jeder Zeit und in der gewohnten Art und Weise. Aber wir finden dafür alle Bereiche ordentliche Lösungen. Ansonsten wichtiger Hinweis auch, der wäre auch aus meiner Sicht wirklich nochmal wichtig, weil im Zeitalter der Technik wird häufig auch mit sogenannten unbemannten Flugobjekten, den sogenannten Drohnen, agiert. Unsere Allgemeinverfügung, die wir veröffentlicht haben, verbietet das im Festgelände aus Sicherheitsgründen ausdrücklich, dass in den Bereichen, wo die Menschen unterwegs sind, dass in diesen Bereichen mit Drohnen geflogen wird. Wir haben ein paar Regelungen auch getroffen, die für uns, für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger und der Gäste gegeben ist. Das Mitbringen von Glasflaschen etc. pp. Sollte unterbleiben. Das birgt immer Verletzungsrisiken. Von daher haben wir da auch entsprechende Regelungen aufgenommen. Aber wie gesagt, das Ganze soll die Feststimmung nicht trüben. Und ich denke auch, durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit wird auch jeder die erforderlichen Informationen zu den bestehenden notwendigen Einschränkungen erhalten. Was noch ein ganz kurzfristiger Höhepunkt ist, können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal mit erwähnen. Das kam auch erst heute zustande, wird es dann für den Sonntag nochmal ein Highlight geben, dass unser Lausitzer Hochzeitshaus sich mit präsentieren wird auf der Bühne. Ist ja auch ein Partner von uns, gerade mit Blick auf die Spreenixe, als Ausstatter für die Spreenixe und Partner an unserer Seite. Er wird mit einer Hochzeits- und Abendmodenschau hier aufwarten, wo man sich die eine oder andere Anregung mit holen kann. Dank ist gesagt worden von der Bürgermeisterin an alle Beteiligten. Dem möchte ich mich nur anschließen. Das ist wirklich immer wieder eine große Herausforderung, auch wenn wir schon viel, viel Erfahrung haben, so aus diesen vielen einzelnen Bausteinen etwas Großes und Ganzes wachsen zu lassen. Aber wenn man sich dann auf unserer Internetseite das Programm anschaut und die Größe des Festbereiches betrachtet, ich denke, es dürfte für jeden was dabei sein. Und wir sind da guter Hoffnung, dass wir hier allen Gästen ein tolles Heimatfest im Jahr 2023 in Spremberg anbieten können. Das war's von meiner Seite. Ich freue mich jetzt auf die Fragen Ihrerseits. Genau. Aber wir freuen uns auf die Fragen Ihrerseits. Wir freuen uns gerne gemeinsam. Ich will mal anfangen, wenn ich darf. Zwei Sachen, die liegen mir am Herzen, die meiner Meinung nach und auch von vielen Leuten in vorigen Jahren nicht so geklappt haben. Und zwar, weil zum einen
auf dem Rummel am Freitag diesen Fassbieranstieg. Meiner Meinung nach wurde in den letzten Jahren das Fass immer kleiner. Ich erinnere mich an Veranstaltungen, die vom Beugehen organisiert wurden mit dem großen Magita-Fass. Und vor allen Dingen, das hatte er vorhin ja gesagt, es kam ja nur Kohlensäure raus. Ich meine, der Pfosten mit den historischen Figuren sind schon 60 Mann, dann stehen 100 andere noch da. Und dann haben die Leute eine Stunde gewartet, um so ein Pfützchen zu kriegen. Mhm. Nur weiß ich nicht, ob die Schausteller das finanzieren, das Bier, oder ob man denen dann Unterstützung geben kann, dass man wenigstens da 50 Liter was macht und ordentlich war. Denn die Leute kommen hin und wollen Bier trinken und dann so eine Misere. Ja, das wollen wir natürlich nicht, dass das Heimatfest da dort bei den Biertrinkern für Verdruss sorgt. Obwohl wir natürlich auch immer darauf achten, dass das auch gerecht verteilt wird. Nicht? Also wir haben auch manchmal so, manche kommen auch zwei- und dreimal vorbei. Aber in der Tat ist es so, dass das Freibier zum Beginn des Heimatfestes von den Schaustellern gesponsert, gespendet wird. Es handelt sich ja um Freibier. Und Frau Hansche wird das übernehmen. Die Bürgermeisterin verdoppelt gerne das Fass. Ob und wie viel Kohlensäure da drin ist und ob das richtig rausläuft, darauf habe ich allerdings überhaupt gar keinen Einfluss, aber ich werde dafür sorgen, dass die doppelte Menge da ist. Gut, weil der nächste Frage kommt mal, oder bis am Sonntag vom Heimatfest im vorigen Jahr hat ja auch, wir haben viele mitgekriegt, dieses Problem mit dem Stromausfall. Ist da irgendwie was ich bin ja auch die Zeit lang gegangen da und man hat ja gesehen, die Änder waren ja auch noch nicht erfreut, teilweise eine halbe Stunde ohne Strom. Woran lag das? Wer kann Frankfurt sagen, wozu irgendwie? Also wie gesagt, vor solchen Ereignissen ist man nie gefeit und darauf sind wir vorbereitet. Das ist ganz klar, in unseren Konzepten ist das ein Hauptbestandteil, mit dass wir dort reagieren. Wichtig ist natürlich da eine zügige Informationskette, damit wir dann auch immer mit den entsprechenden Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten, die Maßnahmen einleiten können. Ja, je nachdem, wie umfangreich ein solcher technischer Defekt ist oder welche Ursache da auch dahinter steckt, das muss man ja erstmal rauskriegen, wenn es dann wirklich läuft. Wir sind aber so gut aufgestellt, dass wir im Vorfeld wirklich nur geprüfte Anlagen ans Netz lassen, dass wir natürlich mit unseren Partnern, mit unseren Händlern das auch im Vorfeld alles besprechen. Aber manchmal steckt der Teufel im Detail. Da reicht irgendwo ein umgekipptes Glas Wasser, das ins Stromnetz kommt. Es gibt einen Kurzschluss, dann muss die Ursache gefunden werden. Also wichtig ist uns immer, dass wir auf solche Ereignisse vorbereitet sind. Das sind wir, dass wir entsprechend kompetente Partner haben, um das herauszufinden, was die Ursache ist. Und dann natürlich auch die entsprechende Einleitung von Maßnahmen, dass die Versorgung natürlich so schnell wie möglich wiederhergestellt wird. Im Einzelfall kann man das nie vorhersehen, was wo an welcher Stelle passiert. Von daher sind wir genau im Organisationsbüro dafür da, dass wir solche Sachen im Vorfeld mit berücksichtigen und dann auch entsprechend reagieren. Gut, nur eine letzte Frage. Eine hat die Bürgermeisterin schon angesprochen. Das wollte ich nämlich auch sagen. Dieser Spielbereich im Färberquartier, das war vorher schon eine ganz tolle Sache gewesen. Da war, wenn ich mich nicht noch erinnere, auch Sand, glaube ich, feiner irgendwie aufgeschüttet. Ne? Strandkörbe stand da. Also, das kann ich auch nur auch sagen. Das ist eine gute Idee, die Fläche zu nutzen. Und denke mal, wenn die Sonne nicht zu knallig und zu heiß, dass das auch gut benutzt wird. Aber meine letzte Frage ist eigentlich, weil viele fragen auch in der Facebook-Gruppe zum Beispiel, wann kommt der Plan raus? Also diese Heftchen und wann einmal war das gewählt. Wann wird überhaupt informiert? Oder wann wissen die Leute, was an den 3 Tagen oder an den 4 Tagen passieren. Die werden jetzt freigeschalten, ist freigeschalten, weil Facebook-Gruppe viel, die Leute sind ja alle im Internet unterwegs, können sich also aktuell informieren. Herr Kulik hat, glaube ich, auch den Plan mit dabei, dass man sich auch gut orientieren kann. Nee, den haben Sie, Herr Kulik. Genau.
Ja, also wie gesagt, in erster Linie heute das Auftaktgespräch mit den Pressevertretern, mit den Medienvertretern, dass der Termin, dass die Ankündigung erfolgt, ist quasi dieser erste Aufschlag. Die Freischaltung der Internetseite mit dem Programm, was immer noch lebt und ergänzt werden kann. Also wir gehen mal nicht davon aus, dass wir da was streichen müssen, weil das ist alles vorbereitet und organisiert. Und da können nur höhere Gewalt oder was einwirken. Also das steht und hier wird natürlich noch am Feintuning gearbeitet. Das ist ja auch noch bis dahin was, aber es ist sehr gut gefüllt. Internetseite ist sehr wichtig und die Facebook-Nutzer, den Bürgermeistern gesagt, sind in der Regel im Internet unterwegs. Wir werden das natürlich auch von unserer Seite aktiv in den verschiedensten Gruppen und auch auf unserer Seite mit bewerben, dass auch die Facebook-Gruppen die entsprechenden Informationen kriegen. Und meines Wissens sind die auch sehr groß und haben eine sehr große Streubreite. Die Informationen durch die Medien, durch die Presse, der Stadtkanal ist anwesend. Also wir kriegen die Informationen gut gesteuert. Auf der Internetseite ist auch nochmal ein Festgebietsplan mit abgebildet, mit den einzelnen Festbereichen. Wenn ich dann das Programm daneben lege, sehe ich, was spielt sich wann wo ab. Wir werden natürlich auch im Festgelände wieder mit Hinweisen arbeiten und die Flyer hatte ich ja angekündigt, die werden dann, und das ist so dieser Fahrplan, der Taschenfahrplan für das Wochenende selbst, die werden dann ab Ende Juni auch in der Stadtverwaltung, aber auch in vielen Einrichtungen verteilt und es wird auch der öffentliche Werbung geben über Radio, über unsere Kanäle, über die Medienpartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also eine ganz große Bandbreite, sodass diese Information, dass am 2. Augustwochenende in Spremberg ein großes Heimatfest stattfindet, die dürfte jeder erhalten. Die Marktschreier-Geschichte in der Rollenstraße, habe ich nichts entdecken können, ist dieses Jahr nicht geplant. Oder? Es wird eine Händlerstrecke geben in der Georgenstraße und die, ich sag's mal so, die gewohnten Marktschreier, die Gilde der Marktschreier hat sich ganz einfach, das hat sich gewandelt. Die gibt es in der Form schlichtweg nicht mehr, so wie wir das vielleicht von früher gewohnt sind. Das hat man vielleicht auch in den letzten Jahren gemerkt. Es gibt jetzt also einen Wandel in Richtung Streetfood angeboten, was so der neue Trend ist. Und ich denke mal, da werden auch einige lukrative Angebote in diesem Bereich wieder vertreten sein. Aber wer jetzt hier diese klassische Marktschreier-Veranstaltung mit Alfred und Wurst-Willi und wie sie alle heißen erwartet und Käse-Mike, da müssen wir Alternativen anbieten. Dann wollen wir das nicht unnötig ausdehnen. Nur zum Abschluss nochmal die Bemerkung, Sie wissen das, alles wird teurer, alles wird auch komplizierter, auch für uns werden die Vorschriften immer umfangreicher, die Kontrollen werden nicht weniger, also wirklich eine große Herausforderung, ein solches Fest zu organisieren. Allen nochmal ein herzliches Dankeschön, die uns mit finanziellen Mitteln unterstützen, aber auch ein ganz besonderes Dankeschön an alle, die sich da in die Vorbereitung und in die Durchführung einbringen. Und dazu gehört definitiv auch der eine oder andere Hinweis. Und wenn es der Hinweis ist, dass das Bier nicht reicht. Vielen Dank. Naja, wenn uns alles schick ist. Also es ist ja 20 Liter, aber ich will ja nichts zu. Ich glaube nicht, dass er ein 10 Liter Fass hatte, ich weiß es nicht. Frau Hansche wird sich darum kümmern und wir werden das abstimmen mit Herrn Kramer. Und schenkt die Bürgermeisterin am Brunnenwinkel wieder aus? Ja, natürlich. Natürlich. Thank you.